Heute stelle ich euch verblüffend echte 22 Euro AirPods vor. Hallo Leute und willkommen hier bei MiApaket. Ja, 22 Euro AirPods, genau die werde ich euch heute zeigen. Das sind hier diese i80 TWS Kopfhörer, also schon ein ziemliches Knockoff. Habe ich mir selbst gekauft, die Dinger hier, weil ich das einfach interessant finde, wie gut hier die Chinesen das Ganze schon kopieren von Apple. Und vor allem, weil diese i80 hier, diese Animation beim Koppeln, auch kopieren oder quasi auslösen auf dem iPhone, zeige ich euch gleich. Deswegen fand ich die sehr interessant und habe mir die einfach mal für schmale 22 Euro bestellt. Also ich habe hier einmal die hier, die Original Apple AirPods, und das hier sind die i80 TWS. Wir schauen mal kurz so drüber. Ja, das Case der i80, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Es ist etwas größer als die Original AirPods, also das Case ist etwas höher. Und es ist auch, wenn man es mal zur Seite dreht, minimal dicker. Und auf der Rückseite sieht man, da ist der typische Knopf vorhanden. Hier das Design bei Apple in California, Assembled in China, der Schriftzug, der fehlt. Aber wir haben auch hier so ein Metall-Hinge. Ja, also schon mal sehr viele Ähnlichkeiten auf der Unterseite. Ja, das sieht aus wie ein Lightning-Anschluss, das hier. Und das ist es auch. Die haben tatsächlich hier einen Lightning-Anschluss verbaut. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Hier ist mein Ladekabel. Ein Lightning-Kabel reinstecken, passt und lädt. Und hier unten, das ist ein Unterschied, da leuchtet dann eine LED, wenn hier geladen wird. Und die scheint dann hier durch das Case durch. So, kurz nochmal zur Haptik. Leicht, schwerer. Also das Original AirPods Case wirkt wesentlich schwerer und substanzieller als hier die i80. Die fühlen sich schon relativ, ich sag mal, vom haptischen Gefühl günstig an. Machen wir mal die Klappe auf, Original. Und die i80, ja, sieht wiederum sehr ähnlich aus, aber man merkt auch schon beim Aufmachen, der Mechanismus hier ist ein klein bisschen wackeliger und das Geräusch, ja, hört sich ziemlich ähnlich an, aber es fühlt sich hier halt alles leicht hohler und ein bisschen lockerer und wackeliger an. Also da merkt man schon einen Qualitätsunterschied. Aber so rein, upsala, von der Optik her, ja, ihr seht schon, es sieht alles ziemlich ähnlich aus. Wenn ich mal die Kopfhörer kurz raushole, oder ich nehme mal einen raus und nehme mal hier das passende Pendant der AirPods raus und wir schauen uns die mal etwas genauer an, kann man auch hier, ja, wenn sie nicht runterfallen, kann man auch hier deutlich sehen, die i80 sind ein bisschen größer geraten als die Apple AirPods, aber vom Design her, naja, von Inspiration zu sprechen, wäre hier schon eine ziemliche Untertreibung, ist eine ziemliche Kopie. Ihr seht hier die Öffnungen hier oben, die sind ein bisschen kleiner, aber ansonsten sind die schon zu, na, ich sag mal, 98% an den Apple AirPods dran. Obwohl die so relativ groß gehalten sind, kann man sie aber, zumindest ich, gut ins Ohr reintun. Also bei mir halten die gut im Ohr, wie die Original AirPods, und ja, die fallen auch nicht großartig leicht raus und ich habe da kein Druckgefühl. Obwohl sie ein bisschen größer sind, halten sie gut im Ohr. Also das muss ich schon mal sagen vorab. Aber das eigentliche, zum Ton komme ich nachher noch, das eigentliche Verblüffende zeige ich euch jetzt mal. Das ist nämlich hier die Animation. Also hier einmal die Original AirPods, kennt man ja. Ich mache die Klappe auf und wir bekommen hier die Kopplungsanzeige. Da haben wir sie schon. Da sieht man sie, AirPods von Mike, Ladezustand vom Case, Ladezustand der einzelnen Kopfhörer, Klappe zu, verschwindet direkt. Das ist so das Typische, was man bisher nur bei den AirPods bekommen hat. Und jetzt nehme ich mal hier die i80, mache die Klappe auf. Wir müssen einen kleinen Moment warten. Und dann bekommen wir auch hier diese Kopplungsanzeige. Da ist sie schon und ihr seht schon, da steht es auch, AirPods mit genau der gleichen Animation. Ich kann hier mal auf Verbinden klicken, dann werden die dann auch dementsprechend gekoppelt. Dauert einen kleinen Moment. Bluetooth 5.0 ist hier übrigens verbaut bei den i80, also aktueller Standard. Und da sind sie gekoppelt und auch hier bekommen wir die Anzeige vom Ladecase und von den einzelnen Kopfhörern. Wenn ich jetzt hier mal einen Kopfhörer rausnehme, mal schauen, ob sich da was ändert bei der Anzeige. Klappe zu. Ups, was habe ich denn da gemacht? Jetzt habe ich mich ja selbst angerufen. Wie ist denn das passiert? Also ich habe die Kopfhörer hier rausgenommen, mache nochmal hier die Klappe auf und wir schauen mal, was wir da für eine Anzeige bekommen. Aber ich finde das schon, sagen wir mal, sehr interessant, dass hier diese Animation quasi gekapert wird.
genauso, wie man das hier von den Originalen her kennt. Es geht nicht immer genauso schnell und es dauert halt manchmal schon ein klein bisschen länger, bis diese Anzeige dann hochkommt. Also nochmal der Vergleich, Original, Klappe auf und wir warten 21, 22, 23 und bekommen dann hier unsere Anzeige. Also das hat jetzt so 5 Sekunden gedauert, war auch relativ lange. Und dann nochmal hier die I80, Klappe auf, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dauert alles ein kleines bisschen länger, aber dann müsste auch gleich mal die Anzeige hier aufpoppen. Oder auch nicht. Probieren wir es nochmal. Klappe zu, Klappe auf. Hallo? Sie fangen direkt schon mal an zu reden. Hier connected. Man sieht hier oben, die AirPods wurden automatisch per Bluetooth 5.0 verbunden. Aber jetzt kommt hier die Anzeige nicht mehr hoch. Also es klappt nicht immer, aber wenn es klappt, sieht es eben genauso aus wie bei den AirPods. So, also das schon mal dazu. Finde ich echt cool, wie sie das umgesetzt haben. Natürlich nicht ganz so zuverlässig wie jetzt hier bei den Originalen. Ich probiere es nochmal gerade. Ihr seht das ja, Originale. Klappe auf. Wir warten einen Moment. Und sollten hier unten dann gleich die Anzeige bekommen. Da ist es. Klappe zu, Anzeige weg. Fake, Klappe auf. Wir schauen mal, ob die Anzeige kommt. Und während wir warten, erzähle ich euch mal was hierzu. Und zwar von der Soundqualität. Also äußere Optik, ja, sehr ähnlich. Tragekomfort, sehr ähnlich. Das Verhalten hier, sehr ähnlich. Der Sound, gar nicht ähnlich. Also der Sound der AirPods, den finde ich gut. Mit dem komme ich sehr gut klar im Alltag. Natürlich gibt es bessere, aber ich finde den Sound wirklich ausreichend gut. Hier der Sound, der ist relativ bescheiden. Da gibt es keine Bässe, relativ piepiger Ton und klingt überhaupt nicht gut. Also das ist die größte Schwäche. Ich finde, zum Musikhören sind die I80 hier, nee, sowas von gar nicht geeignet. Aber wer nun mal hier ein bisschen AirPods vortäuschen will mit Animation und dann sehen die Leute das und denken, das ist aber hier ja, das Original, dann ja, kann man das machen. Wieso nicht? Ansonsten ist noch zu erwähnen, die haben eine touchsensitive Oberfläche hier. Also ihr habt hier richtigen Touch, nicht wie bei den AirPods, dass man nur per Erschütterung dann hier Play-Pause und sowas macht, sondern die haben eine berührungsempfindliche Schicht hier drauf, dass man da wirklich eine Touchfläche hat. Also das könnten die AirPods sich hier mal noch abgucken. Aber ansonsten soundmäßig zum, ich sag mal, Hörspiel hören, Podcast hören, geht das in Ordnung. Aber wer hier richtig Musik hören will, ach, der wird mit den I80 hier ja, keine Glücksgefühle aufkommen spüren, wenn er die dann reintut. Also eine nette Kopie, wenn man das so sagen kann. Eine gute Kopie, ein bisschen größer, soundmäßig voll am Abstinken, aber dafür von der Animation her sehr, sehr verblüffend. Ich wollte es euch mal zeigen, Freunde, die I80, so das Neueste, was ich hier mal in die Finger bekommen habe. Es gibt so viele neue, da kommen immer wieder neue Kopien raus, auch welche, die schon genauso groß sind hier wie die Originale natürlich. Ich werde vielleicht von Zeit zu Zeit mir mal immer ein neues Pärchen zulegen und dann mal schauen, wie sich das so entwickelt hat. Aber das war meine neueste, ja, Errungenschaft. Die I80, wer Interesse hat, ich verlinke die euch. Die gibt es hier bei Amazon mittlerweile auch zu kaufen. Ja, wer ein bisschen hier vortäuschen will, der kann das mit denen ganz gut machen. So, das wäre es aber dann gewesen von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bye bye, bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut.